Muss ich doch mal Licht anmachen. So was von die Schnauze voll. Ich habe heute mal die Schnauze voll. Das glaubt ihr gar nicht, wie ich die Schnauze voll habe. Ihr schwelt mit anderen Worten der Kampf. Kampf. Aber sowas von. Wahrscheinlich auch noch schmachterisch. Schmachterisch, genervt. Ja. Guck dir das doch, ja, jetzt kannst du es nicht sehen, hier ist ja nichts. Aber guck dir mal diesen Weihnachtsmarkt an mit diesen ganzen Vollrons. Die ganzen Wochenend durchgeknallten Leute. Mein erstmal schnell was futtern, Punsch saufen, schnell Weihnachtsgeschenke kaufen. Morgen geht die ganze Kacke wieder von vorne los. Heute fährt mein Onkel Rotten. Schon wieder Schnauze voll. Ist doch auch nichts Neues, oder? Selbstverständlich nicht. Da fährst du einmal über bundesdeutsche Autobahn und man muss sich wundern. Polacken, Russen, Rumänen, Bulgaren. Ich denke, bin mitten in Deutschland. Was ist das für eine Scheiße? Dann noch dreispurig und ich darf nur 120 fahren. Ich fahre gerade 140. Ich wollte gerade sagen, was sagt das Tacho? Ja, 130. Warte, ich geb mal Gas. Na toll. Das ist auch ganz schön lahm, ne? 75. Auch X-Meldung mit diesem scheiß alten Auto. 75 ungebändigte Höllen-PS. Da kann einem schon mal ganz köstlich mit ihren Höllen-Penisse. Ja, genau. Ah! Schwengel auf Doom. Yes, Indie, yes, Indie. Ganz dirty. Was macht denn dieses Arschloch? Soll ich dich wegbomben? Du Dreckschwein! Dich mal fertig! Ah! Der soll weg! Mann, Mann, Mann! Ich bin eine Single-Sange-Frau, holt mich hier raus. Könnt schon wieder kotzen. Ich brauche gleich erstmal einen Schnaps. Erstmal einen starken Kappel. Schwarz? Ja, gleich stark schwarz. Wie mein Schwanz. So, holt mich hier raus. Am Arsch! Ich finde das so geil, du regst mich so auf, dass schon die Scheibe beschlagen ist. Oh, das ist echt nicht einfach, so als Beifahrer mit Rotten zusammen im Auto. Ist euch schon mal aufgefallen, dass die deutschen Autobahnen total verkommen sind? Nichts ohne Wort und Stärke in Deutschland. Wir wollten eigentlich mal ganz entspannt. Oh, und Schnaps, jetzt sofort. Da haben wir es wieder, Aurora-Mehl. Damit hat Oma schon gebacken, im Krieg und für den Kompromiss. Und dann fährst du an irgendwas vorbei. Und diese Firmen haben alle diese tollen Namen. Solar! Maschinenbau! Erich Bartsch! Urdeutsch!